Das ist ein 10-Punkt-Marienkäfer. Sie haben sehr unterschiedliche Punktierung. Sie sind noch schwierig zu erkennen. Und dieser hier macht ein paar Gabriolen, wie wir sagen, Kunststücke mit seinen Flügeln. Ne? Ja, aber es hat auch Stacheln auf, ja, auf dieser Pflanze. Nicht besonders schlau. Aber das ist ein sehr schönes Bild hier. Ja. Das ist der, ich zähle die Punkte, er dreht sich zu schnell, wie viel? Er hat 16, sollte er haben, 16 Punkte. 16 Punkte, plus zwei Fliegen, hä? Genau, und noch, irgendeine, das war eine Larve. Kleine Larve, ja. Er ist wirklich sehr klein, nur 2,5 bis 3,5 Millimeter. Ja, und deshalb sind wir auch sehr stolz auf diese Aufnahmen. Seine Leibspeise sind ja eigentlich die Blattläuse. Aber da es keine gibt, ja, ja, vergnügt er sich oder begnügt er sich mit Pollen. Genau. Oder er holt sich einfach ein Dessert. Ja. Ja, es scheint lecker zu sein. Das passt ihm. Der hat da vorne zwei so dicke Schaber. Ja. Ja, er hat alles, was ein kleiner Marienkäfer benötigt. Genau. Sie sind übrigens weltweit verbreitet. Also diese hier, die 16 Punkte? Alle, also alle Marienkäfer. Es gibt überall auf der Welt Marienkäfer. Mhm. Und sie sind bei den Menschen auch sehr beliebt, weil sie Nützlinge sind. Sind sie auch Glückskäfer, oder? So etwas, ja. Mhm. In Schweizerdeutsch sagen wir Himmelgügeli. Genau. Eine Gugge, die vom Himmel kommt. Und wenn sie sich vermehren, legen sie etwa 400 Eier, habe ich gelesen. Ah, aber nicht diese kleine, oder? Ich denke, ja, alle wahrscheinlich. Ja. Ja. Dann wird er aber noch ziemlich fett. Oder legt er mehrmals pro Jahr? Das weiß ich nicht. Müsste fast, oder? Ja. 400 Eier in so einem kleinen Käfer. Und die meisten überwintern auch. Das kann man auch feststellen, manchmal so in Fensterritzen. Ja, bei uns in der Küche beispielsweise. Genau. Haben etwa 20 Stück. Wir konnten das Fenster nicht mehr öffnen, weil wir sie nicht schikanieren wollten. Genau, ja. Ja, und das ist der heutige Hauptakteur. He? Ja. Das ist eine Skorpionsfliege. Wir sagen dem immer nur E.T. wegen seinem Schnabel. Er sieht so außerordentlich aus, oder? Wie ein Außerirdischer, ja, ja, genau. Ja. Das ist ein Weibchen hier. Genau. Man sieht das gut hinten am Schwanz. Es hat keinen Skorpion-Hammer. Genau, ja. So wie der hier. Ja? Das ist das Männchen. Ja. Und wir sehen hier auch drei unterschiedliche Arten. Es ist die Zeichnung auf den Flügeln, die den Namen gibt, aber ich konnte sie nicht alle unterscheiden. Ja, für uns sehen sie fast alle gleich aus. Ja. Und sie fressen offensichtlich mit großem Vergnügen und Spaß und Gier. Tote Insekten. Tote Insekten. Haben sie gerne, ja.
Sie nehmen auch Nektar und Beeren oder auch Honigtau von Blattläusen, das haben sie auch gerne. Aber vor allem auch Aasfresser. Ja. Sie waren Insekt des Jahres im 2018. In der Schweiz oder Deutschland? Das weiß ich nicht. Ja, vermutlich Deutschland. Kann sein. Und der Name, der tönt zwar gefährlich, aber sie sind überhaupt nicht gefährlich. Sie haben keinen Stachel. Ja, das ist wieder ein Weibchen, he? Ja. Und sieht es gut, ihr fehlt der Hammer. Das ist ein Männchen. Ja. Und wir wissen nicht, ob das jetzt die deutsche Skorpionsfliege ist oder die gewöhnliche. Es könnte die gemeine sein, diese hier. Ja, sie sieht auch so aus, sehr gemein. Was wir hier sehr gut sehen, ist hinten, das ist alles beweglich und hat noch so zwei Stachel irgendwie. Ja, das dient sicher bei der Paarung. Ja, um sich festzuhalten. Ja. Genau. Das konnten wir leider nicht filmen, aber ich habe gelesen, dass das Männchen dem Weibchen ein Geschenk anbietet vor der Paarung. Oh, sieht sehr man schön. Doch selten bei Insekten. Ja, sehr nett. Die ETs werden mir sympathisch. Ja. Und man findet sie fast nur so am Waldrand. Sie haben gerne schattige Plätze, ja. Ja. Und deshalb waren sie auch relativ schwierig zu filmen. Also erstens im Schatten und zweitens sind sie auch noch scheu. Ja, ja. Kaum möchte man irgendetwas stabilisieren, schwirren sie schon davon. Ja. So, und das ist etwas ganz Besonderes. Hier hat eine Spinne, ich denke, das ist eine Polsterfliege gefangen und sie eingewickelt und für später aufgehoben. Und unser E.T. hier, er klaut, er ist der Dieb. Er hat sie gestohlen, ja. Der Schmarotzer, er sagt, danke Spinne für den gedeckten Tisch und jetzt macht er sich hier ans Verspeisen. Ja, sie sind sehr agil, sie können sogar auch auf Spinnennetzen laufen. Ja, vielleicht als Dieb geeignet. Ja. Hier sehen wir auch, warum er so einen, oder sie einen so langen Schnabel hat. Sie können da voll hineinstechen, also ja, stechen ist es ja nicht. Und sie hineingreifen. Saugen, ja, sie saugen sie aus, oder? Ja. Und dann haben wir diese kleine Spinne hier entdeckt. Unsere Skorpionsfliege ahnt noch nichts. Sie ist noch voll begeistert mit ihrer Mahlzeit beschäftigt. Aber diese kleine Spinne hier hat sie im Blickfeld. Das ist eine kleine Krabbenspinne. Ja. Ja, die war auch nicht sehr groß, vielleicht 4-5 Millimeter. So etwas, ja. Und sie hier völlig ahnungslos. Sie genießt ihre Mahlzeit. Ja. Es war sehr schwierig zu filmen. Es hatte ganz wenig Wind und ich durfte nicht stabilisieren, weil sonst wären alle verschwunden, hier alle Akteure. Aber wir sehen, die kleine Krabbenspinne schleicht sich ganz sachte heran. Ganz, ganz langsam. Fliegen können 4 bis 5 Mal schneller sehen als wir. Also ihre Bildverarbeitung im Kopf ist 4 bis 5 Mal schneller. Deshalb können sie oft
ganz langsame Bewegungen nicht wahrnehmen. Also sie sieht zwar eine Spinne, aber sie nimmt die Bewegung der Spinne und es versteckt sie sich noch unter dem Blatt. Das gibt einen Überraschungsangriff, oder? Vielleicht hat sie sich doch etwas überschätzt. Ja, jetzt ist sie wieder hervorgekommen. Ja, schade mit dem Wind. Und ganz, ganz vorsichtig heranpirschen. Ganz vorsichtig, das sieht gefährlich aus. Ah, fast. Hat nicht funktioniert. Nein. Fast gelungen. Ja. Das war's für heute. Bis später. Bis dann.